Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Ja, und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play. Man könnte jetzt sagen, ein niegelnagelneuen Let's Play auf einem niegelnagelneuen Channel. Ja. Und ihr seht es ist Kingdom Come Deliverance. Ich bin schon sehr gespannt, wie das jetzt wird. Ich bin echt gespannt. Ja. Ohne große Worte. Ich meine, die Vorgeschichte Hammer. Es geht um das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Also ein gutes Stück Mittelaltergeschichte. Vielleicht lernen wir auch noch was dabei. Wäre ja schön. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. Ja gut, im Prinzip haben wir ja schon gehört, um was es geht. Spare ich mir das jetzt. Silber Skalitz 1403. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder?
ein fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Okay, ist ja recht idyllisch. Quest begonnen, unerwarteter Besuch. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Mit Hilfe der ersten zwei aus... Ich war bei Bianca Vitalität. Was habe ich? Ich arbeitete in der Schmiede. Wir unterhielten uns in der Schenke. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Nein! Matthias zeigt mir das Bogenschwert. Ich war bei Bianca. Nochmal Redekunst? Ich war bei Bianca. Soll ich dir ausführlich beschreiben, was wir getrieben haben? Was soll das werden, ein Verhör? Schon gut. Verzeih mir, ich mache mir nur Sorgen um dich. Danke, Mutter. Aber ich bin keine Vier mehr. Ich weiß, du wurdest vor meinen Augen erwachsen. Ich kann mich schwer daran gewöhnen. Geh zu deinem Vater. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu.
Er ist zu stolz, um zu klagen. Aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay. Ja. Jeder, wa? Okay. Neuen Kodex-Eintrag. Ah! Grundlegende Ach du Heilige. Geschlecht von Ronau. Karl IV. Siegismund von Luxemburg. Die Herren vom Talberg. Der Papst und Wenzel IV. Wenzel der Vierte. Auch der Vierte, okay. Schäfer, Landbevölker, Imker, okay. Ereignisse. Orte, Kuttenbergs, okay. Inventar, was hab ich denn? Alte Stiefel habe ich an. Enge olivfarbene Beinlinge, grünes Hemd, roter Kapuzenschal, Truhenschlüssel und einen Türschlüssel. Waffen habe ich keine, Rüstung habe ich das Zeug, Nahrung habe ich keine. Okay. Hauptstufe 1, Stärke. Okay. Das sieht doch noch ganz witzig aus hier. Okay, das sind meine Quests. Hauptquest, Schnellreise, Ziel, okay. Okay. Ja, da ist Essen, oder? Bist du Essen? Da ist Käse. Aufheben, ja. Okay. So weit, so knusprig. Ich kann hier sonst nichts. Okay. Setzen will ich mir nicht. Ich will den Apfel aufheben. Okay. Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich das wirklich... Ob ich das mit der Maus spielen will. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Okay, warte mal, kann ich mich setzen? Inventar. Essen. Ah. Okay, wo sehe ich, was ich Hunger? Ach, ist es da unten der Dinger? Okay. Zwiebeln, alles stehlen. Karotte, ja, nehm mal alles mit. Ich bin mir sicher, ich kann es brauchen. Bei meinem Brot. Nehm ich. Erstmal Mutti beklauen hier. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt er mal. Ist nichts mehr drin, okay. Schloss knacken, okay. Ich habe keinen Dietrich. Okay. Okay, soweit, so gut. So, schauen wir mal. So, jetzt müssen wir noch mal so Inventar aufmachen. Nahrung, Brot, Essen.
Ah, jetzt ist es weg. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Gut. Aus dem Topf essen. Du hast zu viel gegessen. Du wirst zwar eine Zeit lang keinen Hunger bekommen, wirst dafür aber schön. Ah, okay. Ich kann fett werden. Okay. Gut zu wissen. Oh, eine Axt. Kann ich mitnehmen. AE? Was ist AE? Lass mal gucken. Quest. Geh zu deinem Vater, begib dich zum Schwertkampftraining. Schwertkampftraining, okay. Dann gehe ich jetzt erstmal zu meinem Vater, oder? Ich habe entdeckt, Schleifstein, super. Yay, Schleifstein. Ole, ole, super Schleifstein. Hallo, Dad. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Überzeugen. Manchmal benötigst du... Okay, du kannst einfach reden benutzen, dabei spielt auch dein Ruf. Okay. Im Mittelalter... Okay, je höher meine Gewandung und meine Körperpflege. Okay. Gefährlich oder Geld. Okay. Verzeih, ich musste mich um etwas kümmern. Naja, ist nicht so tragisch. Yay! Sei's drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Okay, die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Rede gewinnst gewisse Freunde. Als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen. Und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, ist auch Gewalt eine Lösung. Würde ich jetzt nicht sagen. Ah, ich kann mir die Karte angucken. Die sind alle da unten. Okay. Geile Karte. Und ich kann da noch nicht schnell reisen hin. Okay. Begib dich zum Schwertkampftraining. Ja, warum nicht? Mach mal das doch mal, ne? Gehen wir mal zu B. B ist auch da unten. Ich laufe durch diese... Was? Ach, das Schwein heißt, ich bin überfressen. Okay. Mit dir kann ich nicht reden. Hi. Lalala. Okay. Neuer Codex-Eintrag. Okay. In der Tat. Sonst hätte ich bald nichts, um Erz zu schmelzen. Okay, das ist der Köhler. Silber nicht. Welchen König? Hey, Pip. Willst du was lernen? Nö. Denk nicht. Danke. Ich will was lernen. Komm her. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt.
Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar, aber liebe Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Ich bin noch etwas zwiegespalten, aber es wird bestimmt besser. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.